Herzlich willkommen zurück zu F1 2016 Koop mit dem Gaming HD. Hallo. Wir sind in den USA. Ja. Jetzt kann man Großartiges sagen. Rosberg startet von der 16. Also haben wir nur einen Mercedes und die Mercedes scheinen hier auch nicht so schnell zu sein. Erstaunlicherweise in Q1 kommen sie mir krass stark vor. Aber nun. Hätte es gerne mal zusammengekriegt in Q3. Naja, das ist. Das mit einem geschickten Divebomb in Kurve 1. Ja, du schießt ab. So, wie man hier jetzt eventuell schon sehen kann an diesem Graphen hier, fahre ich auf Softboost. So, bist du denn soweit? Ich fahre übrigens nicht auf Softboost. Ich schon mal noch so sagen. Hast du dein Stop 1 vielleicht in 6 geplant? Nee. Gut, da habe ich meinen jetzt geplant. Ich guck mal kurz, noch mal kurz hier. Komm. So, auf geht's. Okay, können wir zu guten Start. Oh, ich glaube, ich habe das wieder rausgeholt. Alter, wie habe ich den gehalten? War in alle Richtungen schief. Der Raycon hat einen besseren Start als ich und ich bin ihm reingefahren und dadurch habe ich ein riesen Chaos verursacht. Erstaunlicherweise kein Safety Car. Also wenn man dein Video bringt, dann müsste man das eigentlich mit reinstreiten. Das... Ich habe mindestens fünfmal in die entgegengesetzte Richtung geguckt. Oh. Da hattest du mich reingefahren. Ich weiß nicht, ob ich so ganz unschuldig drin war, aber naja, er ist mir halt gegen das Hinterrad gefahren, ne? Jetzt muss ich hier irgendwie versuchen. Gehen wir denn definitiv deine Aufnahmen, weil ich habe einen Mini-Ruckler. Und die sind in der Aufnahme nicht so mini, wie sie bei mir sind. Okay, dann sieht man mal eine eigene Dummheit am Start. Das Auto rutscht ganz dezent. Das heißt, es ist einfach nur noch nach vorne nicht zu viel Abstand passieren. Uiuiui. Du willst ja so in Runde 6 die Supersoft abholen. Ich frag nur mal so. Schmeißen Sie im Rennen viel stärker, oder? Wie man es nimmt, ne? Werde ich eine Runde, sage ich, wenn ich in die Box fahre. So, schau dir die mal an. Sie kommt nur eine Zehntel langsamer, als wenn ich in Runde 9 komme. Ich hätte auch noch so drei Runden so von Eckgebühren sehr länger fahren können. Aber... Schneller sind die Supersoft, was bist du denn gefahren? 38,4. Ne, 40,4. Ah, ich bin mal 40,4 gefahren. Das war 15 langsamer als mein PP. Ja, PP ist jetzt
die erste Runde außerhalb des Starts gewinnen können. Das war ein wunderschöner Cut, muss ich zugeben. Achso, ich war 15 langsam am ersten Sektor. Also bin ich 39 reingefahren. Willst du in 15 langsamer gewesen sein als beim Start? Im letzten Sektor war ich 15 so, langsamer. Ich habe mir glaube ich mal, dass der ist, was der Fest damit verspielt. Achso, den sehe ich auf der Karte ja gar nicht. Den habe ich gerade so gewundert. Hä? Das hat bestimmt den Vorderreifen getötet. Aber ich bin auch nicht einmal in den Track Limits geblieben. Hä, ich glaube, ich bin doch die schnellste Runde in der ersten Runde gefahren. Hat mich nicht wie, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Weil die Start- und Ziellinie ist ja recht früh auf der Strecke und dann. Oh Gott. Dieser Moment für 1,1 Sekunden wird dann Vollmann. Im Moment, wenn dein Hintermann 1,1 Sekunden hinter dir ist. Tendenz näher kommt. Das ist ein Mercedes. Der andere ist noch nicht ganz nah. Der andere scheint noch nicht ganz dran zu sein. Hamilton. Das ist Hamilton. Diese lange rechts, ey. Wie hast du noch? 1,86. Oh, ich hab 1,78. Undercut-Time, würde ich sagen. Ja. Sehe ich auch so. Das gefällt mir nicht. Das ist jetzt die Kurve, weil man so überhaupt nicht. Das gefällt mir auch nicht. Allerdings, die Rundenzeiten droppen halt auch. BB im ersten Sektor, danke, liebes Spiel. Nicht feierlich. Irgendwie fühlt sich das auch immer ganz, ganz komisch an. 18 Uhr war ich hinten im ersten Sektor. Habe ich gedacht, ach, die nächste Kurve und da steuere ich eh, denke ich mal, ein bisschen früher ein. Erstmal schön bam über den Rasen. Oh, hätte man eine schöne Frontflügel. Hm. Lieber Herr Gesangsverein. Ich denke mir nur so gerade, ich bin viel zu weit runtergefallen, sehe ich nur gerade was aufgeploppen und dann schreibt Team das in den Pits. Hast du schon gedacht, Strafe, wa? Komm, mach, los. Alter, was ist das für ein Boxenstopp? 2,9. Du holst ja schon alleine Sekunde beim Boxenstopp auf mich auf. Dann dir vorbei, ach, das ist gut, ja, was. Tja, was.
hinter mir ist ein Assa. Was soll denn mein Handy jetzt von mir? Ach, Mercedes-Fahrer. Ja, das scheint aber gut hängen geblieben zu sein, ne? Ja, hat doch gerade nichts mit dem Spiel zu tun. Ja. Hinter mir ist Arianto. Hier, 2 Sekunden. Lass dir gut, Jerez. Oh, Hamilton ist hinter mir. So, Guys, ich möchte bitte auf Platz 3 rauskommen. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich die beste Zeit in der ersten Runde gefahren bin. Weil ich gerade hinter dem letzten Sektor verloren habe, ohne dass ich was davon mitbekommen habe. Ach, Verstappen, den sieht man auf der Rennkarte nicht. Hallo.
Identität verloren ist. DRS. Wie viel hast du denn verloren? 20.000 davon, das ist heute. Ich hab 15. verloren. Hamilton kommt gerade unangenehm nah. Ewigkeiten von mir weg. Ja, aber wie viel der aufholt. Ich meine, ich fahre ein bisschen Piano, aber so Piano jetzt auch nicht. Yeah.
meine Reifen muss ich mir keine Sorgen machen. So, Steven? Er drückt gerade Tonaussetzer. Ich wollte testen, ob ich dich noch höre, aber es lässt sich nicht antworten. Auf nichts auf. Vordermann fährt über eine Sekunde schneller als ich. You are catching the car ahead. Halt. Also das catcht mich gerade. Also sollte ich zwar ins Ziel bringen, aber... Oh, ich so. Oder nicht. Hat wirklich nicht, tut mir leid. Ja. Ja. Ja, ja. Hättest doch einfach pausieren können. Jetzt einfach nur noch dafür, dass Verstappen vor was benutzt wird. Hamilton ist auf 2 Sekunden dran. Oh, meine Engine hat sich verbraucht. Meine nicht. Oh, oh. Oh, ups. Was hast du jetzt gemacht? Wen hast du abgeschossen? Ich? Bist du kaputt? Yep. Ich hab mich erschrocken, dass er im falschen Rückspiegel ist und hab in ihn reingelenkt. Ist Rosberg auch kaputt? Auch nicht. And Victory! Ich hab's verpasst. Rosberg ist auf. Ich glaube, ich hab auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Nee, würde ich jetzt so nicht sagen, aber. Variante holt Punkte. Rosberg ist 11. Ich hätte das noch 10. gewonnen. Guck mal, alle nach vorne, außer Ricardo. Was? Achso, der ist in mich reingefahren, ja. Was ist denn für eine Rundenzeit gefahren? Ich hab doch gesagt, dass es nicht wirklich lief. Sich null auf Super Softer. Ja,
Wer ist denn die schnellste Rennrunde gefahren? Ich? Ich kann erinnern. Doch, du bist 4000 schneller gefahren als Hamilton. Ah, hier sind ein paar Leute 33er-Zeiten gefahren. Na gut, dann ist Harry Antwo die schnellste Runde gefahren. Nee, Nasser. Nasser? Wo ist denn der? Harry Antwo war schneller. Ja, er ist 33-2 gefahren. Achso, ja, dann. Hülkenberg hat Ricardo geholt, Hamilton hat Rosberg geholt. Okay, dann geht's hier jetzt gegen Hamilton. Bourgeois hat Sainz geholt, Button Wehrlein. Jo. Also, jetzt geht's glaube ich für mich gegen Hamilton. Konstrukteurswertung nur 18 Punkte vor Mercedes. Für mich geht's gegen Rosberg. Wenn ich Hamilton noch kriege, hätte ich auch nichts dagegen. Also, es ist noch machbar. Tja, dann würden wir mal sagen, danke fürs Zuschauen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und ciao. Tschüss.